Mein Name ist Selina Klinke. Kreativ sein und überzeugen, das ist in meiner Ausbildung gefragt. Ich komme aus Dannenberg und nach dem Abitur habe ich nachgeschaut, wo kann ich mich denn bewerben. Und mich hat schon immer ein Zeitungsverlag interessiert. Die erste Station in der Ausbildung war der Vertrieb. Dort war ich quasi ein Vermittler zwischen dem Zusteller und dem Kunden. In der Abteilung Kundencenter kann man Tickets und Bücher kaufen. Also man hat viel den persönlichen direkten Kontakt mit dem Kunden und viel Kommunikation ist da gefragt. In der Abteilung Anzeigenakquise geht es grundsätzlich um den Prozess, wenn der Kunde eine Anzeige gerne schalten möchte. Und wenn ein Kunde dann zu uns kommt, versuche ich erstmal die Kundenwünsche umzusetzen, darf auch bei der Anzeigengestaltung mitwirken und setze natürlich auch die Korrekturen dann um, mithilfe der Druckvorstufe, bis letztendlich zu dem Prozess, wo die Anzeige veröffentlicht wird und in der Zeitung erscheint. Jeden Donnerstag sitzen wir zusammen als Team, besprechen den Sonderthemenplan, also anstehende Themen, wozu wir Anzeigen akquirieren, um einfach immer auf dem Laufenden zu bleiben, um auch Termine zu besprechen. Das Schöne eigentlich an der Ausbildung ist es auch, dass man Freiheiten hat. Man darf sich auch selber mit einbringen und mitwirken und das ist auch sehr gewünscht. Das Schönste war, dass ich mit bei der Kampagne Meine Region Online mitwirken durfte. Das ist ein Portal, auf dem wir unseren Kunden die Chance bieten, die Homepage zu veröffentlichen und zu präsentieren, mehr Reichweite zu erlangen oder auch digital Produkte zu veröffentlichen. Zeitung ist spannend, weil wir haben jeden Tag etwas Druck. Wir müssen am Abend das Produkt fertig haben, damit die Leser morgens eine frische Zeitung im Briefkasten haben. Wir bilden gerne aus, um zukünftig auch weiterhin gute Mitarbeiter zu haben und für die Region die Zukunft mitzugestalten, um diese Region auch weiterhin voranzubringen. Eine Ausbildung machen. Alles werden.